Nicht alles, was man gern hätte, kriegt man für Geld zu kaufen. Also, Mist, was ich selber bauen, ne? Wir werden da hinten einen rückwärtigen Messelhalter machen, damit das Abstechen etwas fröhlicher geht. Dazu werden wir uns da hinten eine Querplatte machen. Etwa. Die kriegt eine Quernut, eine Quer-T-Nut für den Halter. Und da kommen vier Lücken rein. Dann kann man das da verschieben. Auf diese Querplatte bauen wir einen Messelhalter drauf. Nicht wahr? Den kann man dann da beliebig fixieren. Da kommt der Lucker durch zum Ausschraufen. Und da kommen links und rechts zwei Ausfräsungen ein für den Drehstall. Vornehmlich Abstechstahl. Das Ganze ist dann natürlich erweiterbar. Mit ein wenig niedrigeren Bakel können wir da eventuell einen zweiten Multifix montieren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hinbringen. Da werden wir zuerst einmal das natürlich auf klein fräsen, dann schön anreißen. Dann werden wir da die vier Lücken bohren und senken für die Imbusschorfen. Dann fräsen wir die T-Nut rein. Den werden wir natürlich auch plan machen, nicht wahr? Da unten werden wir ein wenig anfräsen, dass nur zwei kleine Steg bleiben. Da bleiben die Steg. Da bleiben zwei kleine Steg über, damit das da ein wenig Führung hat. Ja, dann die Ausnahmen fräsen. Da kommen dann jeweils drei M7-Vierkantschrauben rein. Dieselben wie was auf die Halter drauf sind, damit man da nicht alle Schlüssel wechseln muss. Ne? Und da werden wir dann eine schöne Sechskantschrauben machen mit dem gleichen Schlüssel, mit der gleichen Schlüssel werden wir die da. Damit wir da auch einen gleichen Schlüssel benutzen können. Nicht wahr, weil sonst brauche ich da 27 Schlüssel dann und das ist ja auch nicht das Wahre. Naja, und jetzt werden wir das mal probieren und schauen, ob das auch so funktioniert, wie wir sich das vorgestellt haben. Nicht wahr? Aber vorher trinken wir noch einen Kaffee aus und rauchen für dich. Ich meine, schlecht ist es nicht, aber das ist wurscht. Schauen wir. 150, aber auf den Punkt. Passt. Dann werden wir das Teil entgraten, anreißen, die Bohrungen machen, die Nut fräsen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir werden jetzt als erstes einmal 4M4 machen. Da können wir nachher, falls notwendig, eine kleine Messingführung machen, damit das da halbwegs in die Nuten vom
Planschlitten rutscht. Falls wir es nicht machen, ist auch wurscht. Wir haben auf jeden Fall einmal die M4-Löcher drinnen. So, das erste Loch haben wir einzentriert. Für M4 brauchen wir ein 3,3 Kernloch. Und das Ganze dürfen wir ungefähr 15 mm tief bohren, weil sonst sind wir in der Führung von der Deno drinnen. Machen wir das einmal. Ja, und das Ganze machen wir jetzt 4-mal. Ne? Also jetzt nur mehr 3-mal. Ne? Eh klar. So, es ist angerichtet für den zweiten Gang. Wir werden als nächstes da die 1, 2, 3, 4 Luken bohren. Mit dem kurzen mal, dass er eine Zentrierung hat. Damit einen 5er durch. Mit einem 11er Bohrer hinten nach. Und dann werden wir es ansenken mit einem Stufensenker, damit der Imbus schon auf dem Platz hat. So, jetzt schauen wir mal, wie der Schrauben passt. Ja. Wir werden jetzt da, wo die T-Nut reinkommt, überall mal mit einem 10er Bohrer ein paar Lucken bohren. Dann werden wir mit einem 10er Fräser einstechen. Die 12er Nut fräsen und zum Schluss mit dem T-Nut-Fräser die T-Nut fräsen. Schauen wir mal, wie das geht. Ungefähr nicht ganz 18 mm tief, weil 18 mm wird die T-Nut tief. Also bohren wir nicht zwei rein. Das fräsen wir dann eh aus. Ne? Gut, auf zur nächsten Lucke. So, nachdem da ja nur das Material weggebohrt wird und sonst gar nichts, müssen wir das ja nicht so ungefähr so genau treffen, langsam sprechen. So, und da bohre ich jetzt einmal so die Räder um. Ja. Nachdem wir da jetzt eine wunderschöne Lochreihe gebohrt haben, werden wir jetzt mit dem 10er Fräser die Zwischenräume rausfräsen. Und zwar machen wir das nach dem sogenannten, weiß ich jetzt nicht, die Engländer sagen Plunge-Drilling, nein, Plunge-Milling. Wir stellen einmal wieder ein Stickerl zu, vorne die 18 mm rein, stellen 1-2 mm zu, vorne rein, stellen 1-2 mm zu und so weiter, bis wir durch sind. So, und jetzt stellen wir uns jetzt erst einmal die 18 mm ein und dann machen wir mal eine Kaffeepause. Ist ja der erste Millimeter ist einmal schmerzfrei gegangen. Da werden wir uns jetzt durcharbeiten. Ne? Nachdem wir sie da jetzt 10 mm Nut reingebracht haben, und wir brauchen nur 12, ein wenig was, damit der Nutenstein rutscht, jetzt werden wir das links und rechts ein wenig anfräsen.
So, die erste Runde hat einmal bravourös überstanden. Dann werden wir ihm jetzt Summen zustellen und die zweite Seite Summen fressen. Nachdem wir unser 12.0 geschafft haben, ohne dass der Fräser dabei gestorben ist, werden wir jetzt mit dem T-Null den Fräser durchgefahren. Nicht wahr? Da haben wir eine Schrubbausführung, weil wenn da drinnen die Oberfläche nicht recht schön ist, dann wird das den T-Nutenstadion, was da durchrutscht, wahrscheinlich relativ wurscht sein. So, und den werden wir ein wenig zarter fahren, so mit, jetzt probieren wir mal mit 250 Touren oder so. Ne? Dann schauen wir mal, wer muss ich da etliche Millimeter runternehmen. Dann werden wir ein wenig großzügig schmieren. Und wenn da der T-Nutenstadion durchrutscht, dann freuen wir sie. Und wenn er nicht durchrutscht, dann verstellen wir den Fräser ein wenig links und ein wenig rechts oder vier zurück, je nachdem wie man sieht. Und nehmen ihm nur einen Haucherl an und dann sollte das passen. Ne? Und das machen wir gleich nach der Kaffeepause. So, die Kaffeepause haben wir durchgestanden. Jetzt werden wir uns noch unser Schmier einstellen, damit da nichts quietscht. Und dann fahren wir ihm drüber. Ne? Und hoffen das Beste. So, das sollte passen. Glaube ich halt. So, schauen wir. Schleif. Super. Super. Ein Haucherl, ein Spül. Was geht da auch wieder hin? Na ja, dann heben wir die Querplatten. Eigentlich viele. Gut, Fräser haben wir keinen geopfert. Maschine ist auch noch ganz. Haben wir sie eigentlich eine Kaffeepause verdient. Ne? Aber so, da. Das erste Teil haben wir mal. Ne? Kommt dann noch da. Wieder drauf, nicht wahr? Da rutscht er dann in der Nut zum Verstellen und da schrauben wir ihn durch an.